schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute bin ich hier in einer wunderschönen Küche und zwar bei der von meiner Schwester und ihrem Freund. Denn ich habe mir gedacht, es gibt ja auf YouTube so einige Kochvideos und das gibt momentan richtig gut Klicks. Nein, Spaß. Ich habe einfach Bock drauf gehabt. Und zwar gibt es etwas, das hat noch keiner gemacht, soweit ich weiß, und zwar ostdeutsche Rezepte kochen. Und da ich ja aus dem Osten bin ursprünglich, also mit 10 Jahren sind wir nach Bayern dann gekommen, habe ich mir gedacht, aus meiner Kindheit, diese Rezepte koche ich einfach mal nach. Und da gibt es richtig coole Rezepte. Viele sind in Vergessenheit geraten und viele wissen eben nicht mehr, was das ist oder haben es noch nie gehört, weil sie nicht aus dem Osten kommen. Und deswegen gibt es für euch heute Quarkkeulchen. Das klingt ziemlich komisch. Das ist eine Mischung aus Kartoffelstampf, also Kartoffelbrei sozusagen, und Quark. Das Ganze ist eine Süßspeise im Endeffekt. Und ja, wie das zubereitet wird, zeige ich euch jetzt. Ich würde sagen, wir starten direkt. Das erste, was wir dafür brauchen, weil das die Hauptzutat ist, sind Kartoffeln. Also würde ich sagen, starten wir mit Kartoffelschneiden und Kochen. So Leute, also ich habe mal Kartoffeln von zu Hause mitgebracht. Die sind halt schon ganz schön durch. Man sieht, ich koche sehr viel. Und mit dieser Erfahrung beehre ich euch heute in diesem Video. Deswegen würde ich sagen, ich schneide mal Kartoffeln. Ich habe mir sogar meine eigene Kartoffelschneider mitgebracht. Hier der gute 50 Cent Kartoffelschneider, beziehungsweise, wie heißt das eigentlich nochmal? Schäler. Ja, man sieht, ich kenne mich richtig gut aus. Ich denke mal, das wird sich alles nochmal ändern, wenn ich dann mit der Lisa zusammen wohne nächstes Jahr, weil die ist ja Veganerin. Da wird es des Öfteren mal gesundes Essen zu Hause geben. Oh, die ist schon leicht weich. Das werde ich denen, denen ich es koche, lieber nicht sagen. Nein, die ist total gut, Leute. Das ist alles super. So, also, dann mache ich das mal fertig. Und ich bin ready mit dem Schneiden. 3, 2, 1, let's! Da sind sie schon geschält. Ich habe jetzt keine Waage da, weil die Hausherren haben mich verlassen. Und ich schätze jetzt einfach mal, dass es ungefähr 500 Gramm sind. So, das sind ja 2, 4, 6, 7 Kartoffeln. Das wird schon ungefähr hinkommen. Ballern wir mal los, denn die kommen jetzt in den Kochtopf und müssen erstmal durchgeballert werden. Durchgeballert? Gekocht werden, meinte ich. Es war schon eine Kunst, hier bei dem Ding irgendwie die Herdplatte einzuschalten. Da bin ich schon zu blöd. Ich habe noch so Drehdinger bei mir in der Küche. Ich kenne mich halt gar nicht aus. Ja, und jetzt warten wir, bis das kocht. Dann hauen die Kartoffeln rein und ja, dann geht's weiter. Da sind wir wieder und ich habe Verstärkung bekommen, denn die Tiny ist hinter der Kamera. Vielen Dank, dass du da bist. Und sie hat mir auch erklärt, wo jetzt eine Waage ist und eine Schüssel gegeben und jetzt habe ich das alles klein geschnibbelt. Ich habe das alles klein geschnibbelt und das Wasser kommt auch schon. Wir ballern das jetzt einfach rein. Das macht natürlich jetzt eine Riesensauerei. Das war jetzt natürlich richtig schlau. Aber ja, also im Endeffekt, ich habe auch mich total verwogen. Das war nicht fast ein Kilo, was ich hatte. Also machen wir jetzt einfach die doppelte Menge, dass auch alle satt werden hier. So, und dann warten wir mal, bis sie durchgekocht sind. Das dauert ja ein Stück. Ja, also auf jeden Fall, das hier ignoriert ihr. Das gehört nicht zu diesem Video. So, genau. Und die schütten wir jetzt ab. Die sind jetzt, ist das, hast du mir das vorbereitet, das sie? Ja. Wow. Das ist eine tolle Küchengehilfin. Das nächste Mal hole ich mir einen nackten Küchengehilfen dazu. So, okidoki. Die müssen wir jetzt dann ein bisschen auskühlen lassen. Und ja, stellen wir die auf den Balkon raus. Wenn ich jetzt einfach losgerannt wäre, wäre ich voll in die. Und dann melde ich mich gleich, wenn die abgekühlt sind. Und fertig! Die sind zwar immer noch weiß, aber nicht so krass heiß. Dass ich mir alles daran verbrenne. Huch. Heiß! Heiß! Jetzt kommt jetzt was Kaltes ran. Ich glaube, dann sollte das schon wieder gehen.
Denn wir ballern als erstes 500 Gramm Quark ran. So, perfekt. Zwei Eier kommen noch mit dran. Und ich mache jetzt die doppelte Menge. Wie gesagt, auch hier das Rezept unten in der Beschreibung. Zack. Also, hast du zufälligerweise ein offenes Mehl oder so da? Und das kann man's. Hey Mann, da war ich ja relativ gut dabei. Und nochmal 200 Gramm Mehl. Ey, das ist ganz schön viel Masse jetzt. Man fällt ganz schön viel durchzubraten. Stopp! Shit! Zurück mit dir. Ah, oh, nein. Noch ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück. So haben wir das in der Bäckerei auch immer gemacht. Hä? Ja, jetzt 208. 205. 205 ist in Ordnung. Dann haben wir alle Zutaten drin. Und mixen das mal durch. Ich habe vergessen, was zu sagen. Also die Kartoffeln werden im Normalfall durchgestampft. Ich habe aber keinen Kartoffelstampfer da, also habe ich mich entschieden, sie extrem weich zu kochen und jetzt einfach durchzukneten. Ich glaube, das wären die schlechtesten Quarkhäutchen EU-West, Alter. Das wird nichts. Ich wechsle jetzt die Dinger, das hat keinen Sinn mit dem. Ich hoffe, ich mache das nicht kaputt. Ich hoffe es auch. Sonst musste ich hier einen neuen kaufen, glaube ich. Was? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Was ist das? Also Leute, zerstampft es unbedingt vorher, Mann. Ich sag's euch. Arschloch! Was ist los mit dem? Aber es sieht echt jetzt schon ganz gut aus, finde ich. Viel, viel besser aus, als ich gedacht habe. Du musst doch die Knethaken nehmen. Ja, Mann, der kriegt jetzt auf einmal voll die Dichte. Der zieht jetzt erst richtig an. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht Bäcker geblieben bin, auf jeden Fall. Es ist nicht zu retten. Da sind immer noch Klumpen drin, wie Sau. Ist doch egal. Das ist so scheiße. Verdammt. Ich verzweifle. Das ist so scheiße, Mann. Das ist nix. Ich meine, wir machen die jetzt trotzdem fertig. Ich bin auch gespannt, wie das so schmeckt, so mit so ein paar einzelnen Stücken. So habe ich das natürlich auch noch nicht gegessen. Also bitte stampf vorher die Kartoffeln, ich sag's euch. Also ich habe es auf jeden Fall schon mal nicht richtig gemacht. Der nächste Schritt ist der wohl blödeste Schritt in dem ganzen Rezept. Und auch der Grund, warum es das so selten bei uns gab. Weil das ist eine riesen Tortur, jetzt diesen Teig einfach zu formen. Und in die Pfanne zu ballern und durchzubraten. Das stinkt übelst. Du hast die ganzen Hände voll und ja, so ist das halt. Aber wir machen das natürlich. So, also, jetzt heißt es, jetzt kommt der anstrengende Teil. Wir haben ja schon mal drei Pfannen vorbereitet. Und dann nimmt man das so raus, macht sich so kleine Klümpchen und die ballert man dann hier rein eigentlich. Ein bisschen mehr, weil es ein bisschen sehr wenig von meiner Seite aus. Ich habe gehört, wie deine Playstation angegangen ist. Ich stehe in der Küche und du spielst in der Playstation. So haben wir es gern. Also ich habe es letztens beim Papa gesehen, da hat das noch ein bisschen mehr geknetet. Aber der hat vielleicht auch nicht so einen weichen Teig gehabt wie ich. Von wegen, da kommen nur ein paar raus. Hat die Mama gesagt.
Vielleicht hast du es wieder falsch gemacht. Ja, ich habe irgendwie einfach die doppelte Masse genommen, wie man es nehmen sollte. Ja, oder die, also der hier, der ist schon sehr klein. Ich glaube, den werde ich noch mal ein bisschen... werde ich noch ein bisschen Upgrade geben hier. Den in der kleinen Pfanne. Und das ist dann auch immer das, das ist immer... Das kennt man vielleicht von Pfannkuchen oder Eierkuchen oder wie auch immer ihr das nennen wollt bei euch. Da stinkt nämlich auch dann immer das ganze T-Shirt danach. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht so geworden, wie ich das gerne gewollt hätte, die Quarkhäutchen. Aber ich muss sagen, das macht mich übelst glücklich, gerade irgendwie so auf den Kanal zu kommen. Ich hatte so Bock drauf. Das finde ich so geil, dass ihr das anschaut, Leute. Ihr müsst ja, ne? Ihr habt ja nichts anderes zu tun. Sau cool. Mann, hätte ich so gerne, ich hätte so gerne so eine geile Küche, Mann. So, wir räumen jetzt mal auf. Seid ihr so die Typen, die, wenn sie in der Küche kochen, dann wenn sie kochen, die gleich immer alles wegräumen oder die alles stehen lassen und am Ende dann die Riesensauerei haben? Also ich bin normalerweise der, der immer die Sauerei hat, aber da ich hier zu Gast bin, versuche ich mich anzustrecken. Ja, den habe ich schon ganz schön zerstört hier. So Leute, wir haben jetzt die Dinger schon in der Pfanne. Und macht nie das gleiche wie ich, weil ich bin ein Scheißkoch. Das ist schon fast angebrannt gewesen. Und die Tina hat es gerettet, weil ich bin rüber und habe mich mit Matthias die ganze Zeit über PlayStation unterhalten. Dann hätte er erstmal gleich mein Essen angebrannt. Ich habe es letztens sogar geschafft, dass meine Küche gebrannt hat. Denn ich habe so eine kleine Pfanne angemacht und wollte was halt braten und gehe rüber und habe die falsch angemacht und da war auf der anderen Herdplatte war noch so Pappe gelegen und es hat direkt das Brennen angefangen dann. Also es hat noch nicht gebrannt, aber es hat halt schon geglüht wie Sau. Es war schon sehr, sehr knapp, muss ich echt sagen. Ey, einmal so ein Ding angefasst und gleich wieder... Toll, da kann ich nichts mehr abwaschen. Ja, aber ich brauche das noch ein paar Arbeit, glaube ich. Wie schaut es da aus? Die sehen aber schon sehr lecker aus, muss ich sagen. Das ist noch zu frisch. Ich hab die ja schon gemacht. Ach so. Guck, dann tue ich noch mal so, als wenn ich was mache auch. Okay. Sieht sehr geil aus, auch wenn die wahrscheinlich immer noch bröckelig schmecken. Was ist jetzt los? Ah, das ist Wasser, oder was? Okay. So, auf jeden Fall, wir braten jetzt alle durch, wenn ich sie nicht verbrennen lasse. Und dann lasse ich sie mir exquisit von einem muskulösen, halbnackten Mann servieren. So wie man das halt macht, oder? Starten wir 3 zu 1 jetzt. Go! Ich habe Hunger, Hunger, Hunger. Wo bleibt mein Essen? Man möge es mir servieren. Bitte. Bitte sehr, der Herr. Dankeschön. Ich hab's doch gesagt. Man braucht einfach wirklich einen sexy, knackigen Typ, der einem das Essen serviert. Dann werden die Videos auch viel besser. Und jetzt probieren wir das Ganze mal. So. Doch. Doch, das ist was geworden. Ich warte noch auf den ersten Klumpen, der mir irgendwie entgegenbart. Das ist mega gut geworden, ey. Oh Mann, ey. Das ist gut, Leute. Also das ist was geworden. Ich würde sagen, wenn ihr das nachkochen wollt, das Rezept ist unten in der Beschreibung. Und vergesst auch nicht, ein Like da zu lassen. Oh, da ist ein Klumpen. Vorher stampfen. Ein Abo da zu lassen, die Glocke zu aktivieren. Und schreibt mir, was für ein Ossi-Rezept euch noch einfällt, was wir mal nachkochen können. Ob ich es hinkriege, ist die andere Frage. Aber ich habe ja noch einen Koch-Ossi-Papa. Da kann man bestimmt helfen im Notfall. Vielen Dank an die Tina und den Matthias, dass ich hier drehen durfte. Und ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß. Und ich habe gutes Essen. Also, sayonara! Ciao! Ah. Los. Los, geht los. Und Action. Ja, okay. Okay. Okay, und los geht's. Geht das jetzt gegen das Licht? Nein, ich wollte nur den anderen noch mit drauf. Achso. Also, starten wir mal. Wenn Licht hätten sich das Ding aus. Läuft, ja? Okay. Du hast gesagt, es läuft. Also ich meine, also von dir aus funktioniert alles.
Dann. Kamera ist noch mein Handy. Ich habe es zwar selber gekocht, aber. Bitte ist der Herr. Dankeschön.